habe keine Ahnung. Auf der anderen Seite gehe ich runter und lasse die alle frei. Ich meine, ich muss ja auch irgendeinen Prisoner befreien. Das kommt ja noch dazu. Ich fürchte mal, dass dieser Prisoner aber so wichtig ist, dass der nicht hier eingesperrt ist. Aber wissen tue ich es nicht. Ach, weißt du was? Mache ich die hier auch noch fertig. Du hast mein Tenmusu gegessen. Ich hab's mit Liebe gekocht. Was auch immer das ist. Und du hast nur gesagt, delicious. So. Evil Abacus found. Aha. Equipped on the hands. Minus Defensive plus Speed plus IQ. Sehe ich jetzt nicht, dass ich das benutze, aber okay. Vielleicht für unseren Begleiter, falls wir den irgendwann mal finden sollten. Ich gehe nochmal gucken, was mit den beiden hier oben war. Im Versteck. Der sieht gefährlich aus, der wird mir wahrscheinlich angreifen. Ganz toll, hier hätten sie wahrscheinlich einfach nur irgendein paar Haftstrafen abgesessen, aber ich bringe sie um. I'm Gurmoon. Bist du derjenige, der mich retten wird? Ja, sehr. Danke. Ich werde dich eines Tages dafür bezahlen. Entschuldige mich. Warum entschuldigen? Hast du mir was geklaut? Na, sieht nicht so aus. So, gute Dame. Du siehst eigentlich auch ganz nett aus mit deinen roten Haaren, aber das Problem hatte ich schon mal hier in diesem Gebäude. Hello. Damn it. Damn it. Was soll denn das? Ich kämpfe doch jetzt nicht hier gegen diese ganzen... Doch, kämpfe ich wohl. Das wird doch sicherlich einen Sinn haben. Also jetzt gegen diese verlorenen Seelen kämpfe. Probiere ich jetzt einfach mal, dass ich die alle besiege. Mal davon abgesehen, dass es Erfahrungspunkte gibt, wird das ja wohl einen Sinn haben, dass die hier rumfliegen. Und wenn ich die alle besiegt habe, dann werden sie vermutlich, weiß ich nicht, dann wird sie wahrscheinlich der Boss zeigen oder so, der mir den Popo aufreißt. Das geht ja auch recht fix mit dem Flame-Angriff, the Flame Arts. Sehen lustig aus. Hihi. Eigentlich viel zu lustig zum Umbringen. Na bitte, das hat sich doch gelohnt. Strength of Ninja. Was ist Strength of Ninja? Sind ja noch ein paar. Oh, das werden ja immer mehr. Juhu, ich habe den Bereich zum Grinden gefunden, den absoluten Superbereich. Put enemies to sleep. Na, mach das mal. Mal sehen, ob die Seele schlafen kann. Oh, hallo. Nicht schlecht. Ich weiß nicht, ob ich hier irgendwas machen muss. Klar, die Seelen bekämpfen. Ich kann mich ja bis auf den Maximallevel 10, ich glaube, das ist in jedem Chapter der Maximallevel, hochleveln. Und dann allen Gegnern hier den Popo aufreißen. Auf der anderen Seite kann das natürlich auch nicht Sinn der Sache sein. Ich schau mal kurz. 3 Level noch und wir brauchen noch 90 Erfahrungspunkte bis zum nächsten Level. Es muss doch irgendetwas geben hier. Weil herausfordernd ist das jetzt ja nicht, gegen die ganzen Seelen zu kämpfen. Vielleicht gibt es auch wirklich nichts in den Raum, so dass es wirklich eine Falle ist für Charaktere, die noch nicht auf Level 7 sind. Ich gehe jetzt einfach mal hier hoch.
Elohim Esaim, Elohim Esaim. Endlich habe ich dich. Oh oh. Und wo gedenkst du hinzugehen? Nach draußen, wollt einen rauchen. Ich fürchte, ich kann dich nicht gehen lassen. Du musst hier sein, um diesen Mann zu retten. Und das ist unmöglich, wie du siehst. Er ist da draußen, du bist hier drin. Und ich wurde noch niemals besiegt von einem ganz normalen, gewöhnlichen Shinobi. I give up. Klar. I give up. I give up. I give up. Das probiere ich jetzt mal aus. Erstmal speichern. I give up. Gute Wahl. Und genieße deinen ewigen Aufenthalt im Keller, im Kerker. Ja, das bringt also gar nichts. Muss ich trotzdem gegen sie kämpfen. So ein Unsinn. Ja. Komm. Ich hab gedacht, du wärst klüger. Du bist wirklich ein Dummkopf. Jetzt tritt zurück. Ich werde dich zu meinem Meister senden. Amen. Ja. Ich bin begeistert. Ich bin ein Level 7 Shinobi. Und ich lege jetzt erstmal schlafen. Ja. Energie abziehen. Das haben wir schon gerne. Ja, das ist natürlich super, dass ich jetzt meinen Angriff hier nicht einsetzen kann. Ja, sicher. Sonst hast du aber keine Probleme, oder? Okay. Es war vielleicht nicht die beste Lösung, in diesen Keller runterzufallen. Weil ich jetzt keine Ahnung habe, wie ich daran vorbeikommen sollte. Wenn ich da hingehe, dann geht auf jeden Fall diese Barriere auf. Ich falle da runter und muss dann gegen die kämpfen. Da muss ich mir nochmal schlau machen, wie ich gegen diese gute Dame bestehen kann. Ihn werde ich nochmal freilassen. In der Hoffnung, dass er mich eines Tages belohnen wird. Ja, ich lasse dich gehen, ich befreie dich. Vielleicht wird er uns irgendwann nochmal helfen. Es können ja nicht alle böse und schlecht sein in diesem Kerker. Ich meine, auf der anderen Seite, es wird natürlich einen Grund haben, dass sie im Kerker sitzen, klar. Gehen wir nochmal hier oben gucken. Hier gibt es ja auch noch einen Weg nach draußen. Das war The Bell. Ich speichere nochmal, bevor wir weitergehen. Die Kerkermeisterin. Wie kann man die wohl besiegen? Die hatte ganz schön starke Angriffe. Ich hasse Angriffe. Ich hasse solche Angriffe in Rollenspiel, wo man angegriffen wird und wo der Gegner dann die eigene Körperenergie abzieht, um die sich selbst draufzupacken. Hasse das. Hasse das. Und dich hasse ich auch. Deswegen stirbst du jetzt. Ach ja, jetzt kommt er wieder mit seinen Beinen hier. Puzzle-Lacken. Yamamayu und japanische Motte. Japanische Motte. Kennst du schon mein, Ich habe ja noch gar nicht aufgelevelt, stimmt. Das war ja unten im Keller. Okay, das könnte man natürlich auch machen. Unten im Keller so lange aufleveln, bis man stark genug ist für die gute Dame. Wäre eine Möglichkeit. Denn eine andere Möglichkeit wäre es natürlich auch, so lange gegen die Seelen zu kämpfen, bis alle Seelen weg sind. Vielleicht wird sie dadurch schwächer, aber die Seelen haben ja sich die ganze Zeit regeneriert und sind neu erschienen. Schwierige Sache. Muss ich mich nochmal schlau machen. Wie gesagt, ich habe ja gesagt, dieses Abenteuer wird ein bisschen länger. Das, was ihr hier seht, das nehme ich alles in einer Aufnahmesession auf und dann werde ich gleich mal schöne Pause machen und mich schlau machen, wie ich diese komische Frau da unten im Kerker besiege. Kerkermeisterin. Dann die Sprüche. Ich bin unsterblich, du wirst hier nie rauskommen. Mädel, das werden wir noch sehen eines Tages. Da haben wir es, den Level Up.
So, jetzt bist du fällig. Das wird ein Opa, oder? Takao. Das heißt nicht Takao, das heißt Kakao. Du legst dich direkt mal schlafen. Der Angriff wird nicht sofort ausgeführt. Es dauert einen Moment, dieses Strength of Ninja. Aber dafür ist der Angriff relativ mächtig. Reicht für ihn, natürlich mit 57 Schaden. So. Guter Mann, hast du irgendwas versteckt hier drin? Kotetsu. Muss ich mir anschauen, was ein Kotetsu ist. Mehr Angriff ist was für die Hand. Wird unser Angriff verdoppelt. Immer her damit. Immer her. Ich würde auch gerne wissen, in welchem Gebäude ich bin. Habe ich mal so gar keine Ahnung gerade. Irgendwo eine Tür oder so? Oh. Izanagi-Scroll. Und wer bist du? Hallo. Na, komm doch mal her. Die kriege ich nicht. Dann machen wir jetzt dieses Spielchen. Renn hier die ganze Zeit um diese Truhe herum. Ach, dann leck mich doch an die Füße. Nee, im Kindergarten. Was ist hier? Sieht mir aus wie Wasser. Oh Gott. Da sind aber einige. Du kommst jetzt nicht hier durch, oder? Der verfolgt uns, der Typ. Du denkst, du kannst das Schwert mit mir kreuzen? Ja, denke ich. Oguro Yoshiro. Kennst du schon String of the Ninja? Wo ist jetzt eigentlich der Unterschied zwischen Ninja und Shinobi? Hoppala. Der ist aber stark. Nein! Kerl in Kiste, nee. Darf doch nicht wahr sein. So stark war der nicht. Das probieren wir gleich nochmal. Ja, dafür haben wir doch unsere Fernangriffe. Ja, das hat er natürlich auch. Aber bei weitem nicht so stark wie sein Angriff mit dem normalen Schwert. Kann doch nicht sein, dass ich jetzt für den Bereich hier noch zu schwach bin. Bin Level 7, fast Level 8. Ja, bitte, geht doch. Mein Gott. Für manche Gegner. So, erstmal hier hinretten und nochmal speichern. Bevor ich die beiden hier fertig mache. Boah, es sind nur drei. Ja, super. Also ich bin echt Weltklasse, was feindliche Aufklärung angeht. Einfach mal so reinrennen in den Raum. Knapp 140 Schaden, über 140 Schaden. Brauchte ich für den. Okay, jetzt mache ich die drei noch fertig hier. Die beiden sind jetzt ja nur noch zwei. Bukurobutsu. Echt praktisch, so ein Fernkampfangriff. Das scheint mir ein relativ großes Gebäude zu sein. Wie gesagt, das Spiel ist dann, oder dieses Chapter ist dann doch relativ umfangreich. Also zumindest größer, das seht ihr jetzt ja auch schon an der Folgenzahl, als das Western-Szenario. 43 Leute, hier ist ein Gang,
Hier geht's noch rein. Das sieht mir immer aus wie so... Ah, hier ist da bestimmt eine Falle, oder? Nein, doch nicht. Puh, Glück gehabt. Und noch mehr Räume. Eieieiei. Wo soll das bloß hinführen? Und wo ist der Gefangene? Man weiß es nicht. Wir werden es herausfinden.